Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder um Make-up. Ich hatte euch ja gefragt, ob ihr ein Video haben möchtet zu den veganen Mascaras, die ich mir gekauft hatte. Wie das immer so ist, ne, da hat man mal einen schönen gefunden und dann wird er irgendwann aus dem Sortiment genommen und man muss sich wieder neu durchtesten. So ging es mir, deswegen hatte ich mir so viele verschiedene gekauft. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache da heute mal einen Vergleich bzw. Review zu den verschiedenen Mascaras und werde euch mal mein Feedback mitteilen. Falls ihr auch schon Erfahrungen mit den Produkten gemacht habe, könnt ihr natürlich gerne mal euer Feedback in die Kommentare schreiben. Wäre vielleicht auch ganz hilfreich für andere. Ich lege jetzt einfach mal los mit dem ersten Produkt und zwar ist das dieser hier. Das ist der Catrice Cosmetics Better Than False Lashes Volume Mascara in dem Ton Black, den ich in letzter Zeit auch ziemlich oft benutze. Ich finde den eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist die riesen Bürste, die ist verhältnismäßig wirklich gigantisch, was dann immer ein bisschen schwieriger ist, gerade in den Innenwinkeln des Auges bzw. außen, wo man halt ein bisschen präziser arbeiten muss oder auch bei den unteren Wimpern, dass man da nicht rumsaut mit so einer riesen Bürste. Das passiert mir dann immer sehr oft, ist ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten ist der eigentlich ganz gut. Der verlängert gut, der verdichtet gut. Manchmal muss man aber ein bisschen aufpassen, weil der schon sehr viel Produkt abgibt. Also am besten die Bürste so ein bisschen abstreichen, bevor man den benutzt. Aber ansonsten gefällt der mir super gut. Also das Ergebnis mag ich persönlich ganz gerne. Der kostet auch nur 2,25 Euro für 12 Milliliter. Kann man eigentlich nichts gegen sagen. Also den benutze ich eigentlich momentan am liebsten. Nur die Bürste, die ist ein kleines bisschen tricky. Da braucht man ein kleines bisschen Übung. Man muss erst ein Gefühl dafür entwickeln. Ich mag das nicht so gerne, so Riesenbürsten. Aber naja, das ist ja auch Geschmackssache. Ich habe mir natürlich auch wieder ein paar Naturkosmetik-Mascaras gekauft, denn ich möchte ja eigentlich am liebsten schon Naturkosmetik verwenden. Allerdings habe ich gerade bei Mascaras oder allgemein mit Naturkosmetik ja immer so ein bisschen Probleme, weil auch die Haltbarkeit da oft nicht so gut ist. Und ja gut, das kann man eigentlich nicht wirklich verallgemeinern. Also oft ist es so, aber nicht immer. Und jetzt bei Mascaras vor allem habe ich auch immer das Problem, dass die irgendwie nicht so viel Power haben wie normale Mascaras. Also die sind dann oft ein bisschen zu natürlich für meinen Geschmack. Ich habe mir jetzt aber trotzdem mal diesen hier gekauft, den Alverde Naturkosmetik Push Me Better Volumen Mascara. Hier finde ich, dass die Konsistenz ein bisschen schwer einschätzbar ist, wenn man den aufträgt. Ich weiß nicht, wenn ich mir das auch auf die Wimpern gebe, dann kann ich nicht so richtig sagen, ist die Konsistenz zu flüssig, ist die Konsistenz zu fest, weil gerade bei Naturkosmetik ist die oft ein bisschen flüssiger. Bei dem silbernen von Catrice, den ich gerade gezeigt hatte, fand ich die perfekt. Ich mag das, wenn das so ein bisschen cremiger ist, aber auch nicht zu fest, nicht zu trocken, aber eben auch nicht zu flüssig, weil sonst schmiert das auch einfach und es dauert ewig, bis es trocken ist. Bei Naturkosmetik ist das oft sehr flüssig. Hier konnte ich das irgendwie nicht so richtig einschätzen. Das Produkt wird verhältnismäßig gleichmäßig abgegeben, habe ich schon das Gefühl, allerdings irgendwie sehr, sehr wenig. Die Bürste finde ich auch sehr interessant. Ist jetzt nicht so eine Standardbürste, schon ein bisschen was Ausgefalleneres. Das Ergebnis ist auch ganz okay. Also es trennt schön die Wimpern. Also irgendwie ist das so eine Hassliebe. Irgendwie finde ich die Bürste cool, also ist mal was anderes, aber für unten, für die unteren Wimpern ist die auch ein bisschen doof. Also da kam ich nicht so richtig mit klar. Verlängert ganz gut, habe ich das Gefühl. Allerdings verdichten ist ja jetzt auch nicht so unbedingt ein Thema. Die Haltbarkeit ist ganz okay, dafür, dass es ja Naturkosmetik ist und dass es nicht wasserfest ist. Nach einer Zeit schmiert es halt hier unten so ein bisschen, das habe ich aber immer. Da kosten jetzt 10 Milliliter für 3,75 Euro. Ja, ist ganz okay. Ich würde sie mir jetzt aber wahrscheinlich nicht nochmal kaufen, weil der silberne von Catrice mir da doch ein bisschen besser gefallen hat. Das nächste Produkt ist ebenfalls von Alverde. Da finde ich ehrlich gesagt die Verpackung ziemlich hässlich. Also dieser komische Goldgelbton gefällt mir persönlich überhaupt nicht, aber es kommt ja auf die inneren Werte an. Das ist der Alverde Naturkosmetik Glamorous Volume. Da steht auch schon gar nicht mehr drauf. Ergonomisch geformter Volumenbürste für einen glamourösen Augenaufschlag. Da ist Mondsteinpulver drin. Das ist ja sehr interessant. Also die Bürste gefällt mir ganz gut. Ich mag diese Art von Bürsten. Ich weiß gar nicht, ob die speziellen Bürsten eigentlich unterschiedliche Namen haben. Wenn ja, kenne ich mich damit nicht so gut aus. Also diese normalen Rundbürsten, die finde ich ja okay, aber ist für mich jetzt nicht so das Beste, vor allem wenn die so mega groß sind. Aber diese hier, wie auch immer die heißen, die finde ich ganz gut. Ich habe damit eigentlich in der Vergangenheit immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Von daher fand ich das ganz nett, dass jetzt hier mal so eine Bürste mit bei ist. Beim Auftragen hat das auch ganz gut funktioniert. Also es gibt gleichmäßig Produkt ab. Es fühlt sich allerdings ein bisschen zu flüssig für mich an, was mich ein bisschen stört. Allerdings verklebt da auch nichts.
Also gerade wenn es zu flüssig ist, habe ich das oft, dass es dann verklebt. Das ist jetzt hier allerdings nicht passiert. Das Ergebnis sieht halt sehr natürlich aus, wie es bei Naturkosmetik-Mascara oft der Fall ist. Ich hatte jetzt hier nicht das Gefühl, dass eine wirkliche Verlängerung da war oder eine wirkliche Verdichtung. Also es war halt ein sehr, sehr, sehr leichtes, natürliches Ergebnis. Und das Ganze für 3,95 € 17 ml. Die Haltbarkeit war okay, allerdings ist das Ergebnis für mich jetzt ein Tacken zu natürlich. Ich mag also gerade bei Wimpern schon, wenn es ein bisschen mehr gepusht wird alles. Also ein bisschen Verdichtung, ein bisschen Verlängerung darf es schon gerne sein. Das war mir jetzt einfach ein bisschen zu wenig. Aber für den etwas ungeschminkteren, natürlichen Look ist sowas ganz in Ordnung. Als nächstes habe ich eine Mascara von Essence. Diese kleine, was heißt kleine? Ist ziemlich groß, die Verpackung. Diese kleine lila Verpackung, wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist von Essence Get Big Lashes Triple Black Mascara. For Maximum dreifacher Schwarzeffekt für maximales Volumen und besonders dichte Wimpern. Also die Konsistenz gefällt mir, weil die ein bisschen fester ist. Das habe ich halt am liebsten, wenn die so ein kleines bisschen fester ist. Das Produkt wurde auch jetzt gleichmäßig abgegeben bei mir, hauptsächlich am Wimpernansatz, was ich gut finde. Man will ja auch gar nicht so viel Produkt eigentlich in den Längen und Spitzen haben. Klar möchte man, dass die Wimpern schwarz eingefärbt werden und dass die verlängert werden, aber wenn da zu viel Produkt ist, dann wird das Ganze auch beschwert und dann hat man eben nicht so einen schönen Schwung. Das hat bei mir die Wimpern eigentlich ganz schön getrennt, finde ich. Und eine leichte Verlängerung war auch auf jeden Fall zu sehen. Für meinen Geschmack dürfte die Verlängerung noch ein bisschen mehr sein, aber ansonsten fand ich das Ergebnis ganz okay. Die Haltbarkeit war auch okay. 12 ml kosten hier 2,25 €. Die Bürste gefällt mir eigentlich ganz gut. Es ist wieder so eine Rundbürste, allerdings nicht ganz so eine Standardrundbürste. Diese Standardrundbürsten sind ja am Ende und am Anfang immer so ein bisschen kleiner. Also so ein bisschen, ich sage immer gurkenförmig. Diese ist jetzt hier von Anfang bis Ende gleich dick, beziehungsweise in der Mitte ist sie ein kleines bisschen schmaler, so ein kleines bisschen Sanduhrform, also ganz, ganz minimal. Was ich ganz okay finde, ja. Dann habe ich nochmal einen ähnlichen Mascara, der sieht ganz ähnlich aus, nur in einer anderen Farbe. Das ist auch von Essence Get Big Lashes, allerdings der Volume Curl Mascara. Hier steht drauf, Schwungeffekt für maximales Volumen, da fehlt ein N, und besonders dichte Wimpern. Ja, okay. Hier fand ich die Bürste sehr interessant. Es ist auch wieder eine relativ spezielle Form. Sie ist vorne so ein kleines bisschen abgerundet. Es sieht zwar auf den ersten Blick aus wie eine Standardbürste, allerdings sind da viel, viel mehr und viel, viel feinere Borsten. Was ich ganz interessant fand, allerdings ist die ja schon ein bisschen dicker und ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass es wieder rumschmiert bei mir. Es ging mit dem Auftragen einigermaßen. Also es ging so. Ich kam damit ganz okay klar. Es gab auch schon Bürsten, die ich schlimmer fand, aber auch welche, die ich besser fand. Also das Auftragen ging halt so. Ich finde, dass hier sehr, sehr viel Produkt auf einmal abgegeben wurde. Es fühlt sich auch verhältnismäßig etwas flüssiger an als jetzt zum Beispiel die lila Variante davon. Bei mir hat es schon ein bisschen die Wimpern verklebt, hat aber mega lange Wimpern gezaubert und ein bisschen verdichtet hat es auf jeden Fall auch. Also ich musste, wenn ich die benutzt habe, auf jeden Fall hinterher, also bevor es trocknet, nochmal mit einer anderen Bürste drüber gehen, um die Wimpern wieder zu trennen, weil es mit der Bürste so ein bisschen schwierig war. Aber das Produkt an sich fand ich eigentlich ganz gut, vielleicht mit einer anderen Bürste. Die Haltbarkeit war auch okay und das sind 12 ml für 2,25 €, genau wie die lilane Variante. Dann habe ich nochmal eine Wimperntusche von Alverde und zwar ist das mal so ein Zwei-Phasen-Produkt. Auf einer Seite, auf der hellen Seite, befindet sich eben ein Primer, der ja so ein bisschen auch nach Hautpflegecreme riecht, muss ich sagen. Also der ist durchsichtig bzw. weiß. Das ist halt wieder so eine kleine Standardbürste. Ja, ist in Ordnung. Primer soll halt eben pflegen und definieren. Auf der anderen Seite befindet sich eben die Mascara, die mit den enthaltenen Fasern auf Milchsäurebasis die Wimpern länger erscheinen lässt, für ein intensives Volumen sorgt. Ja, und auf der anderen Seite befindet sich ja auch so eine Standardbürste. Das ist halt ziemlich oft bei Alverde der Fall. Ich finde, dass hier die Konsistenz sehr, sehr, sehr schwer einschätzbar ist. Das habe ich bei Alverde irgendwie total oft. Also ich kann oft nicht sagen, ist mir das jetzt zu flüssig, ist mir das zu fest. Ich weiß nicht, irgendwie ganz seltsam. Das Produkt wird aber relativ
gleichmäßig abgegeben. Auch hier habe ich eine kleine Verlängerung bemerkt, allerdings keine große Verdichtung. Die Haltbarkeit war in Ordnung. Und hier kosten 12 Milliliter 4,45 Euro, also schon ein bisschen mehr als die anderen. Ich habe mir noch eine sehr interessante Mascara gekauft von Alverde, und zwar die Sensitiv-Variante. Da habe ich ja auch den Concealer von, und ich habe mir gedacht, Sensitiv muss ich unbedingt mal ausprobieren, ob das bei mir einen Unterschied macht zu normalen Mascara, auch wenn ich jetzt keine, ja doch eigentlich schon sensible Augen habe, aber nicht wegen des Mascaras. Ich bin mit Abschminkprodukten sehr, sehr vorsichtig, weil ich dann oft, wenn die zu stark sind, hier so rötliche, trockene Stellen bekomme. Mit Mascara habe ich allerdings kein Problem. Ich wollte trotzdem einfach mal schauen, wie ich den vertrage und wie der halt so ist, ob die Haltbarkeit dadurch vielleicht ein bisschen leidet. Das ist eine innovative, parfümfreie Rezeptur für sensible Haut mit Kamillenöl aus kontrolliert biologischem Anbau. Mehr steht hier auch schon gar nicht drauf. Riecht es nach Kamille? Ja, nicht so ganz typisch Make-up, aber hat schon einen Eigengeruch, aber irgendwie schwer einschätzbar, nach was das riecht. Also riecht sehr, sehr leicht. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Die Bürste finde ich ganz interessant. Es ist keine Standardbürste in dem Sinne. Also von der Form schon, aber von den Borsten her. Ich finde, dass diese Borsten sehr, sehr weit auseinander stehen. Also ich habe beim Auftragen das Gefühl, dass kaum Produkt abgegeben wird. Also ich musste wirklich die ganze Zeit rüber, habe keinen Effekt gesehen. Habe schon irgendwie gedacht, vielleicht habe ich irgendeine angefangene Variante erwischt, die ausgetrocknet ist oder so. Also es war irgendwie sehr, sehr seltsam. Also ich musste sehr, sehr, sehr oft damit über die Wimpern gehen, bis ich überhaupt mal einen Effekt, eine Veränderung gemerkt habe. Der Effekt war dann auch relativ gering, keine Verdichtung, eine sehr leichte Verlängerung, dafür aber auch völlig ohne Verkleben, aber der Effekt war mir insgesamt viel zu schwach. Das sind auch nur 7 Milliliter diesmal für 3,95 Euro. Die Haltbarkeit war allerdings ja okay, also für Naturverhältnis, für Naturkosmetikverhältnisse, die hält bei mir halt eh immer ein bisschen schlechter als herkömmliche Kosmetik. Aber für Naturkosmetikverhältnisse war es an sich so ganz okay. Warum ich halt, also ich möchte halt schon hauptsächlich gerne Naturkosmetik verwenden, aber ich habe bei gerade Mascara oft das Problem, dass die Haltbarkeit einfach so viel schlechter ist im Gegensatz zu herkömmlicher Kosmetik. Und das Problem ist, dass die nie einen sonderlich großen Effekt haben. Also ich verwende halt am liebsten Essence oder Catrice, weil ich da immer so ein bisschen diesen Wow-Effekt habe. Und bei Naturkosmetik ist der Effekt für mich, für meinen Geschmack halt in der Regel immer viel zu natürlich. Ist natürlich auch schön für die natürliche Frau, aber nur weil es Naturkosmetik heißt, heißt es ja nicht automatisch, dass man so einen natürlichen Look auch haben möchte. Wisst ihr, was ich meine? Also naja, da sind die Geschmäcker natürlich verschieden. Wie kommt ihr denn mit den Mascaras von Naturkosmetik-Marken klar? Und möchtet ihr lieber so einen Wow-Effekt haben oder sagt ihr eher so ein bisschen natürlicher, darf es schon sein? Also bei mir ist das immer so ein bisschen von der Laune abhängig, aber ich würde sagen, meistens möchte ich schon so einen krassen Wow-Effekt haben. Ich mag aber auch falsche Wimpern nicht so gerne. Man könnte jetzt natürlich sagen, trag doch falsche Wimpern, mache ich auch manchmal, aber ich mag das einfach nicht, wenn das so schwer ist auf den Wimpern, und dann lieber Mascara, ganz ehrlich. Jedenfalls, mein Favorit ist eindeutig dieser hier, den benutze ich jetzt momentan wieder, aber auch dieser ist nicht perfekt, also die Bürste ist nicht ganz so perfekt. Vielleicht versuche ich in nächster Zeit nochmal, nee, in nächster Zeit nicht, in der Ferne versuche ich nochmal andere. Ich muss die ja jetzt auch erstmal aufbrauchen, sonst ist das ja Geldverschwendung. Ja, ansonsten lasst doch gerne mal Feedback da, falls ihr die Produkte auch schon mal ausprobiert habt. Und ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen, wenn ihr das Video hilfreich und vielleicht auch unterhaltsam fandet, keine Ahnung. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Macht's gut, tschüss.